Aber schauen wir mal, was das Szenario 4 bringt. Aber es macht übrigens einen Fehler, glaube ich, was die meisten Spiele machen, dass du immer wieder bei Null anfängst. Also ich hoffe, dass wenigstens ein paar Forschungen diesmal freigeschaltet sind von Anfang an. Überraschung aus dem Himmel. My mane and sack! What the heck is happening? I am so confused. Your confusion is understandable. But I did speak with Lucifer, and he gave me an official statement. It reads... Due to our current unforeseen situation, Hell must now comply with a new set of regulations. Und da oben ist ein Artefakt. As a result, we are temporarily making some adjustments, both in terms of decor and green space. There will be a heavenly ambassador here in Hell to oversee the new changes and their proper implementation. Frank is to take care of the green space, as well as the recently planted sapling, which eventually will grow into a tree of knowledge. Das ist das hier unten. Of course, suffering will still need to be collected. None of the changes change the fact that this will continue to be Hell. I appreciate your understanding and support. Actually, I'm joking. I don't give a flying imp about your understanding and support. Ja, Samael ist nicht Lucifer selbst. And it's signed contemptuously. Lucifer selbst wird wahrscheinlich in der letzten Szenario-Mission auftauchen, weil die auch was in die Richtung hatte. Also vom Namen her. I must say, it is a sad day in Hell. Mr. Azazel, perhaps you can tell us what is happening, if you know. Of course I know. The Unholy Lord was playing poker with the Celestials and lost us and generally everything. Now we must model ourselves after that higher, happy place. Miss Lilith, is this true? Yep. What now? The usual. Expansion, production, mutilation. Though we are expecting a visitor, and we must prepare for their arrival. Oh my god. Here's a stopwatch to let you know how much time you have left. Who would want to come here now with everything so effed up? That's not your concern. Just keep calm and carry on. Ich hoffe, wir haben nicht wirklich eine Zeituhr. Azazel, would you care to show us your renovated circle? What new improvement do you like best? The preschool. Kids say the darndest things. My lord, it's so strange and terrifying here now. And not in a good way. I'd go home if it weren't for the fact that this is my home. We must get through this together somehow. Keeping our fingers crossed that one day we'll return to normalcy. Lord, sinners are reporting that there's a problem with excess dirt. Kann ich mir nicht vorstellen. It seems completely impossible to dig through and seems to be bound up with roots. Ach so, das Zeug. Oh, there you are. I need some help if you don't mind. Could you possibly watch my plants while I take a quick trip to the circle next door? Why do I get the feeling that this is some kind of ruse? A ruse? No way. I'm simply requesting a favor in these difficult times. We all need to support each other. Isn't that what you said? I guess. Buddy,
Buddy, you are the best. The plants are right there. You can't miss them. See you later. And he's gone. Look at him go. Man, he can move. Ich mach mal das als Markierung für mich. Das da oben sieht aus wie die höllische Häckslermaschine. Guten Abend, Hass, und danke für den kleinen Raid. Ich grüße dich. By Astaroth's knotted scepter. Ja, es wächst. Is this now Hell's version of the Garden of Eden? Scheiße. These plants are now everywhere and it's impossible to root them out. Ja, das Zeug wächst wirklich. Stupid bloody roots. Maybe there's an artifact that can help us get rid of them. Worum geht's in dem Spiel? Hölle aufbauen. Master, I think we found the solution to all our problems. Mehrzweck we were able sparen. To locate Amon's multi-purpose spade. This will help us uproot that ceiling. But first, we must dig it out. So, wer von euch ist Bluter? Du bist Bluter. Ich finde es gut, dass du möglichst gleichmäßig abbaust. Innerer Monk und so. Das gehört halt dazu. Ich weiß nicht, ob das die richtige Taktik ist hier. Weil ich muss eigentlich so schnell wie möglich da hoch. Gehen nur mit Erde oder auch mit Stein? Dann habe ich vielleicht mein eigenes Schutzschild gerade aus Versehen weggemacht. Du gräbst das hier mal eben weg. Und ihr annulliert das alles hier. Zurück mit euch. Ihr müsst hier den Weg buddeln. Guten Abend, Kahnwar.
Ne, der geht doch über Stein. Tut mir leid, Mar. Versuch nochmal einen Satz zu schreiben, der deutsch ist. Dann kann ich dir das beantworten im Chat. Proof, kommt eigentlich dein komisches Geräusch von Vitas. Was ist das denn? Geräusch von Vitas. Du willst mir nicht sagen, dass das deutsch ist. Ja, oh Mann. Oh Mann, ich kann nicht schreiben. So sehe ich das auch. Was für ein komisches Geräusch. Hier kommt kein komisches Geräusch. Das sind ganz normale Leute, die gequält werden. Kennst du doch vom Schlafzimmer deiner Eltern. Entschuldigung. Läuft schon. Wenn ich Marv nicht kennen würde, würde ich sowas natürlich nicht sagen, Leute. Ja, Marv darf ruhig Pimmel zu mir sagen. Weil der schwärmt ja häufig genug im Discord darüber. Kacke, ich habe das Ding zu nah gebaut. Zu viel im Licht. Licht ist schlecht dafür. Dämliche Pflanze. Und keiner von euch war bis jetzt einmal kacken. Bist du gut im Kochen? Haben wir einen besseren im Kochen? Nee, mit zwei Kochen ist ja schon mit einer der besten. Lass mich raten, ich kann daran nicht graben, weil mir fehlt das Gebäude dafür. Na, ich grab trotzdem mal unten lang.
Randall, komm her. Du musst auch mal kurz leiden. Go, go. Aber ich kann doch nicht verhindern, dass das Zeug von unten nach oben geht. Man hört ja vielleicht eine Linie durch, aber dafür muss er ja die Kristalle zerstören. Und selbst dann wird er wahrscheinlich über den Rand gehen, der Karte, ja, da. Stopp, weg damit. Damit auch. Und hiermit auch. Kümmert euch erstmal rechts um das Ding. So, du willst da oben nicht runterlaufen, da fehlt dir gerade ein Stück Leiter. Mal sehen, was bei 400 passiert. Hallo Kira, grüß dich. Stopp, komm mit. Du sollst auch leiden. Wo ist er hin? Ach, du bist schlafen gegangen. Was ist der Sinn vom Spiel? Die Hölle aufbauen. Kommt mal ein Sünder. Nee, ich will dich da nicht, gar nicht drin haben. Du kommst da rein. Harry! Lauf! Tja, wie weit kommt ihr noch? Toll, jetzt habe ich 400 Leiden und passiert gerade irgendwas? Nö. Die Gruft braucht 1500 Leiden. Das kann nicht sein, warum ich 400 Leiden haben soll. Ja, Wasserpresse wird die Kristalle halt. Boah, und das ist schlecht, weil ich komme an die grünen Kristalle nicht mehr ran. Ah, oh, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht am Anfang.
Oh, Sünder. Begierde. Warum habe ich nur 23 Essenz für die bekommen? Die war voll in fast allen Bereichen. Ah ne, das war die falsche. Scheiße. Ich glaube, das muss ich wirklich nochmal machen gleich. Und was für ein Fehler. Der Fehler ist, dass ich das Falsche gebaut habe. Beziehungsweise ich habe den falschen Typen auch zum Beispiel gerade getötet. Jetzt fehlt mir eine Bauarbeiter. So, Matthew, du bist in einem Strich im kritischen Zustand. Jetzt sei doch mal nicht so, sondern geh vom Kochen einfach weg. Ach, scheiße. Sehe ich auch gerade erst. Ich habe ja gar keinen Bottich. Wo trinkt ihr überhaupt? Und andere Frage, wo geht das schmutzige Wasser die ganze Zeit hin?
Ich glaube nicht, dass ich den äußersten Rand abtragen kann. Aber man kann es ja mal versuchen. Okay. Ich denke, es wird sich trotzdem ausbreiten. Das wird viel zu leicht. Ja, dann geht er außen rum. Dann geht er einfach außen rum. Annullieren. Dafür brauche ich 200 Leiden. So, du bist doch fit. Da rein. Viel Spaß. Gute Nacht, Hidden. Aber wichtig. Mein Gott, boah, habe ich einen Schock bekommen. Ich dachte plötzlich, wäre durch einen Fehler alles grün. meine persönliche Hölle. Aber Hauptsache, man ist hinten im Gang drin, dann kannst du mich hier hochbuddeln und kannst die ganzen Kristalle wenigstens mitnehmen. Tierzucht, Feldküche. Mörderhöhle. Ah, da können wir Leiden in Dreck umwandeln. Konzentriert Leiden bis zu dem Punkt, dass es sich in Dreck umwandelt. Verwende es verantwortungsvoll. Also kann man wirklich auf unendlich spielen. Weil Leiden kannst du immer generieren. Und wenn du daraus Dreck generierst, dann musst du auch nicht mehr buddeln. Also könntest du eine autarke Hölle bauen. Der es für alle Zeit gut geht.
Klaustrophobie. Muss man anderer Sünder. Musst du immer buddeln, um Leiter zu setzen, oder kannst du direkt Leitern setzen? Gute Frage. Ich glaube, inzwischen ist es sogar so, dass man... Nee, man kann auch Leitern setzen. Bei Gebäuden hat er das auch gesehen, dass die dann automatisch den Buddelauftrag geben. Mein Fehler. Ja, es sind 2500. Spezialisierung meiner Leute. Tess, auf die Streckbank mit dir. Velo ist auch Bluter. Dann gehst du auch auf die Streckbank. Leiter direkt hoch zum Rand. Ich glaube, das geht nicht durch die Kristalle. Kristalle blocken das nämlich. Den hier kannst du bringen. Dann erreicht man sowas Ähnliches immerhin.
Weil das ist auch eine weite Strecke immer wieder zum Laufen. Genau, ruh dich mal aus. Oder renn einfach weg. Ohne dich auszuruhen. Ich hoffe immer noch, dass es kein Fehler ist, mich jetzt darauf zu konzentrieren, das Artefaktteil zu bauen. Meine letzte Hoffnung. Vielleicht kann ich das ja... Dann finde ich, ist das im Kreis ausgegraben. Was willst du sonst machen? Schön habt ihr es gemacht.